Der gelbe Impfpass, meine Damen und Herren, jeder kennt ihn, eigentlich auch international bekannt. Das Problem ist nur, er ist nicht fälschungssicher. Und deshalb arbeitet man mit Hochdruck an einem digitalen Impfpass, einem digitalen Impfnachweis, der dann eben auch fälschungssicherer sein soll. Um das Ganze richtig sicher und praktikabel zu machen, gibt es sogar Feldversuche. Einen davon zum Beispiel in Potsdam. Wenige Tage nachdem in Europa, dass die Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament beendet sind und damit auch endlich die finalen Spezifikationen für die digitalen europäisch interoperable Impfbescheinigung und eben auch Test- und Genesenenbescheinigung, das digitale grüne Zertifikat fertiggestellt sind, freue ich mich sehr, dass wir heute mit dem kontrollierten Feldtest gemeinsam mit den Partnern hier in Brandenburg und natürlich auch dem Konsortium der IBM, aber dann in den nächsten Tagen auch in fast allen Bundesländern und auch in den Arztpraxen mit einem kontrollierten Feldtest starten können. Uns ist es ganz wichtig, dass wir tatsächlich eben mit einem Test starten. Das ist eine ganz wesentliche Applikation und ein Test ist dafür eingebaut, um zu sehen, was funktioniert schon gut, was kann gegebenenfalls eben auch noch besser funktionieren. Und wir wollen hier testen, wie eben die Ausgabe dieses Ausdrucks, des Zertifikats, was ich später in eine App einspeichern kann, aber auch als Papierausdruck, wenn ich keine App nutzen möchte, behalten kann. Wie funktioniert das in einem Impfzentrum? Wie laufen die Abläufe? Funktioniert es technisch? Läuft es aber auch in den Prozessen? Und genau darauf basierend gehen wir dann nochmal in eine Schleife der Entwicklung und freuen uns dann aus den Erkenntnissen, das Produkt hoffentlich noch ein bisschen besser und natürlich auch sicher dann allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes anbieten zu können. Wir sind im Zeitplan. Wir haben immer gesagt, vor den Sommerferien im Juni wird es deutschlandweit angeboten. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon Ende Mai und noch nicht mal eine Woche nach den Einigungen in Europa heute in den Test gehen können. Dafür mein herzliches Dankeschön natürlich einmal an das gesamte Entwicklerteam, das Tag und Nacht auf jede kleine Änderung der Spezifikation um IBM und Ubersch nochmal reagiert hat. Mein herzlicher Dank aber auch ans Land und natürlich auch an die KV, die hier in Brandenburg das Thema ganz toll vorantreibt, aber in allen Bundesländern tatsächlich eine ganz tolle Kooperation herrscht und auch eine tolle Kooperation mit den Kassenärzten herrscht, dass wir dieses Thema nach vorne kommen. Und last but not least auch natürlich ein Dankeschön an das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie und den Bundesdatenschutzbeauftragten, weil das sind dynamische Prozesse. Da wird sehr viel nachts auch noch gearbeitet und ich freue mich sehr, dass wir dann tatsächlich heute damit starten können. Ja, wie bereits dargestellt, erhält der Bürger, die Bürgerin nach jeder Impfung ein digitales Impfzertifikat. Das wird in Papierform bereitgestellt und der Bürger kann es bestenfalls mit der neuen App, der Covid-19-Pass-App, dem Kopfpass, digital einscannen. Der Kopfpass dient der Verwaltung der digitalen Zertifikate und kann an geeigneter Stelle zur Prüfung vorgezeigt werden. Ich möchte Ihnen das gerne demonstrieren. Ich habe als Bürger das Zertifikat erhalten, meiner Erstimpfung und meiner Zweitimpfung. Ich werde das Zertifikat der Erstimpfung entsprechend einscannen. Sie sehen das hier. Es ist noch kein vollständiger Impfschutz gegeben. Ich benötige noch eine zweite Impfung. Die zweite Impfung wird mir auch ein digitales Zertifikat zur Verfügung stellen. Auch das werde ich einscannen und dann habe ich nach der zweiten Impfung einen vollständigen Impfschutz und das wird mir im Kopfpass entsprechend blau angezeigt und kann jetzt für den Reiseverkehr auch genutzt werden. Gestatten Sie mir noch, dass ich mal in die Rolle des Prüfers, zum Beispiel eines Beamten an der Grenze oder am Flughafen, mich hineinversetze. Dieser Beamte möchte auf einfache Art und Weise den Impfstatus des Bürgers überprüfen können. Dazu bedient er sich einer Kopfpass-Check-App, die ihm auf seinem Diensthandy zur Verfügung gestellt wird. Er scannt mit dieser App den digitalen Impfnachweis des Bürgers, der auf der Reise ist. Das zeige ich Ihnen auch hier nochmal. Und er bekommt signalisiert, dass ein vollständiger Impfstatus vorliegt. Der Prüfer wird aber auch Name, Vorname und Geburtsdatum überprüfen, welche Angaben stehen im Impfzertifikat und welche Person steht tatsächlich vor mir. Er wird den Ausweis kontrollieren und die Übereinstimmung der Angaben kontrollieren.
wenn eine Übereinstimmung besteht, darf der Bürger weiterreisen und es ist alles grün. Wir als KV freuen uns sehr, dass wir das hier ausprobieren können und dass wir es testen können, weil es muss ja praxistauglich sein. Es muss in den Arztpraxen funktionieren und in den Impfzentren und es muss für den Bürger funktionieren. Und deswegen haben wir uns sehr engagiert, diesen Feldtest durchzuführen, um die Kinderkrankheiten herauszubekommen, weil es muss ja vor allen Dingen in den Arztpraxen nachher funktionieren. Sie wissen, wir impfen in den Arztpraxen mehr als in den Impfzentren und von daher ist es wichtig, dass wir da Lösungen finden. Da wird es zwei Lösungen geben, eine Übergangslösung, die bürokratisch ist und aufwendig ist, aber wir sind in der großen Hoffnung, dass bis Mitte Juli die Softwarehersteller die Integration des Impfnachweises dann auch eingebaut haben. Da gibt es eine Finanzierung durch das BMG durch und von daher haben wir die Hoffnung, dass in kürzerer Zeit es auch dafür dann eine Lösung gibt, damit es in den Praxen funktioniert, weil wir wollen natürlich impfen und kein Bürokratiemonster haben und von daher schauen wir mal, wie praktikabel es ist. Zunächst ganz herzlichen Dank an das BMG, die KVBB und IBM, dass sie dieses Projekt hier in Brandenburg ermöglicht haben. Es drückt dreierlei aus. Erstens, das Land Brandenburg ist doch gar nicht so schlecht, wie es Anschein hat. Und vor allen Dingen die Zusammenarbeit zwischen der KVBB und dem Land ist gut. Wir haben die KVBB auch deshalb ausgewählt, weil sie diese IT-Affinität hat, auch diese Voraussetzungen erfüllt, dass wir zweitens möglichst schnell die in den Impfzentren und durch die mobilen Impfteams in den Impfzentren gemeinsam generierten Daten dann dazu nutzen können, dass wir die Bürger anschreiben können und sehr schnell dann diesen digitalen Impfausweis dann ermöglichen. Und drittens ermöglicht es dann den Bürgern, das hat ja Herr Fritz dargestellt von IBM, sehr unkompliziert die Möglichkeiten des Impfens dann im gesellschaftlichen Leben und in der Teilhabe, beispielsweise Gastronomie etc. pp. Zu nutzen. Ich möchte darauf hinweisen, das ist ein Feldtest. Das heißt, wir probieren hier aus, wie die Ausgabe und die Erstellung des Zertifikats funktioniert. Der Server steht bei IBM, / beim RKI. Das heißt, wir probieren hier die Ausgabe. Die App ist noch nicht verfügbar. Es wird auch noch nicht flächendeckend da sein, sondern es ist ein Versuch und ein Test dabei. Und wir informieren dann die Bevölkerung, wenn es soweit ist, dass wir das in allen Impfzentren und allen Arztpraxen durchführen können. Aber erstmal findet hier ein temporärer Test statt. Ich weiß, ganz viele warten drauf, diesen Zettel zu bekommen. Es ist noch nicht flächendeckend, sondern wir wollen es ausprobieren. Von daher bitten wir noch ein wenig um Geduld, nicht um Nachfragen, sondern wir brauchen noch ein, zwei Wochen, damit wir es auch flächendeckend dann dem Brandenburger zur Verfügung stellen.